Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis, Möbelmaler. Ja, liebe Fans, wie es Tradition ist, eure Nummer 9, Carsten. Um genau zu sein, Carsten. Carsten. Carsten, schön, dass du bei uns bist. Danke. Ich hab mich so drauf gefreut, heute mit dir zu sitzen und dich zu fragen, wie es ist, am Sonntag gegen Bamberg zu spielen. Die Frage wäre mir ganz lieb gewesen, ja. Ja. Coach hat gerade schon gesagt, es war eine enge Serie. Den Unterschied hat am Ende vielleicht auch jemand wie Ricky Paulding einfach gemacht. Wie war es denn aus deiner Sicht jetzt? Ich meine, heute, glaube ich, hat sich keiner hier in der Arena irgendwas vorzuwerfen. Nee, ich denke heute, daran lag es, denke ich, heute auch nicht. Ja. Ich meine, wir haben gekämpft wie die Schweine bei der Hitze. Ich denke, am Anfang sind einfach die offenen Würfe nicht gefallen, weil einfach ein bisschen Nervosität mit dabei war. Oldenburg kam hier rein und hat einfach gekämpft. So eine spezielle Person, von wie gesagt hast, Ricky Paulding, hat die Oldenburger Mannschaft heute angeführt. Ist ins Laufen gekommen und dann waren wir mit 9 hinten gelegen zur Halbzeit und wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen einfach kämpfen. Wir müssen immer weiter dran glauben. Wir hatten euch im Rücken, ihr habt uns immer gepusht. Und ja, am Ende hätte es genauso auch andersrum ausgehen können und es hat leider nicht funktioniert oder nicht geklappt und ist jetzt sehr enttäuschend natürlich. Nichtsdestotrotz war es halt so, ich musste ein paar Mal an Oli Kahn denken, der mal diesen berühmten immer weiter und es ist genauso hat sich für mich heute angefühlt, sowohl vom Publikum als auch von euch, dass wirklich bis zur letzten Sekunde noch der Glaube da war, du hast dann die Freiwürfe noch, wirfst absichtlich daneben, weil man, ich meine, Oldenburg hat es vorgemacht, wie man das macht. Es war bis zur letzten Sekunde, war auch wirklich der Glaube da, bis zu allerletzt, dass man sowas schaffen kann. Was geht einem da als Spieler durch den Kopf oder gar nichts? Nee, ich meine, klar, haben wir noch dran geglaubt. Wenn wir nicht dran glauben, so ein Spiel noch zu gewinnen, dann sind wir, glaube ich, in so einer Sportart falsch. Mhm. Jeder weiß, wie schnell es im Basketball gehen kann. Wie viele Sekunden es nur braucht, so einen Rückstand wieder zu drehen und wir waren im Prinzip kurz davor. Wir konnten, ich glaube, mit knapp 9 Sekunden vor Schluss hätten wir das Spiel noch ausgleichen können und machen einen Ballverlust, der halt dann in der Hektik einfach passiert. Dann müssen wir Ricky an die Freiwurflinie schicken, er macht beide rein und dann, wie du sagst, stehe ich dann an der Freiwurflinie, muss den absichtlich daneben werfen. Die Oldenburger, da hat es geklappt, heute hat es nicht geklappt für uns und Bevor wir jetzt gleich nach vorne gucken, noch ein Blick zurück, was glaubst du war wirklich der Knackpunkt in der Serie? War es wirklich dieses Spiel in Oldenburg mit den 27, hat man das noch im Kopf oder kann man das als Spieler gar nicht so festmachen jetzt? Nee, ich denke, es ist schwer festzumachen an einem Spiel. Klar hätten wir das Spiel in Oldenburg gewinnen müssen, steht ganz außer Frage. Wir haben eine ganz miserable zweite Halbzeit gespielt. Sind ja natürlich mit einem ganz schlechten Gefühl hier nach Ulm gekommen, was wir auch wieder nicht hätten verlieren dürfen, das Spiel zu Hause, weil wir einfach Spiele, die wir zu Hause haben, müssen wir gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer weiter an uns geglaubt, sind nach Oldenburg gefahren und ich denke, jeder hat gesehen, dass da noch Leben in der Mannschaft ist und keiner den Kopf hängen lässt. Und wir haben es gekämpft, wir haben die Serie zurück nach Ulm geholt und heute war alles offen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir hätten den Sieg, denke ich, genauso verdient gehabt. Ihr hättet ihn verdient gehabt, die Fans hätten ihn verdient gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, heute war einfach eine phänomenale Stimmung. Ihr seid einfach unfassbar, was ihr heute für eine Atmosphäre hier abgeliefert habt. Ihr habt uns immer wieder gepusht, auch wenn wir mit 10 Punkten hinten lagt. Und ich möchte mich auch im Namen der Mannschaft schon mal bei euch bedanken. Ich denke, wir sehen uns ja noch bei einem gewissen Fanfest, denke ich, gibt es ja auch. Aber ich möchte mich schon mal im Namen der Mannschaft heute für diese phänomenale Unterstützung bedanken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als bei unserem ersten Gespräch am Saisonbeginn haben wir gesagt, jetzt kommt endlich mal einer, der Titel hat, der nächste Titel jetzt in Orange.
Da haben wir noch geflaxt. Dann diese unglaubliche Hauptrunde, die ihr gespielt habt. Dann jetzt diese engen Playoffs. Wie ist denn in der Rückschau die ganze Saison? Ich meine, Coach hat vorher gesagt, mit 2-3 Tagen Abstand könnt ihr Spieler das vielleicht dann auch als Erfolg abbuchen. Ich meine, jetzt im Augenblick, denke ich, sitzt es zu tief. Aber wenn du versuchst, so ein bisschen Abstand zu nehmen, wie hast du denn dieses Spieljahr erlebt, diese Saison hier in Ulm? Das Jahr hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich denke, wir hatten eine Truppe beieinander, die, wo die Chemie einfach gepasst hat. Oder Chemie. einfach gepasst hat und wir haben uns einfach mega verstanden. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum wir so eine phänomenale Hauptrunde überhaupt gespielt haben. Weil es hat einfach gepasst. Jedes Puzzleteil hat gestimmt und jeder hat für jeden gekämpft. Und auch wenn es im Internationalen vielleicht nicht so lief, haben wir uns trotzdem immer wieder für die Liga fokussiert. Haben uns den Hintern aufgerissen und haben, wie gesagt, füreinander gekämpft. Und klar, wie du sagst, ist die Enttäuschung überwiegt gerade bei mir. Weil ich denke, in der Saison wäre auf jeden Fall noch viel drin gewesen, wenn man daran denkt, wenn sich Tim nicht verletzt hätte, wenn Deschamps oder sich nicht verletzt hätte. Das sind alles so Punkte, die uns natürlich einen Rückschlag gegeben hat. Aber wenn man es auch betrachtet, dass wir dann in der Saison trotzdem weiter Spiele gewonnen haben und immer wieder nach vorne uns gepusht haben, trotz der Rückschläge, denke ich, kann man am Endeffekt dann schon mit der Saison zufrieden sein. Ich meine, man darf auch eins nicht vergessen, MVP 1, MVP 2 sind wahnsinnig viele Minuten gegangen, ja nicht nur in den Playoffs, sondern im letzten Drittel der Saison. Du sprichst die Verletzten an, Braden war ja eine Zeit lang auch noch verletzt. Da zeigt sich dann vielleicht ja am Ende dann doch auch, dass man halt vielleicht nicht so eine lange Bank hat, wie es die Bayern oder wie es Bamberg hat. Ja, na klar, ich meine, bei Bayern oder Bamberg rutscht dann einfach immer einer nach, weil die dann 7 oder 8 Ausländer haben, wo das dann kein großer Faktor ist. Aber bei uns ist natürlich Tim und Deschamps sind zwei wichtige Faktoren gewesen, wo dann andere Jungs dann in die Bresche springen mussten. Ray musste lange spielen, Org musste lange spielen. Chris hat unfassbar viele Minuten bekommen und ich meine, wir sind auch nur Menschen und keine Maschine und da geht dann auch irgendwann die Puste aus. Aber wie gesagt, wir haben heute alles gegeben, wir haben nochmal alles probiert rauszuholen und war dann am Ende leider nicht mehr drin. Also ich sag dir ein... Also ich spreche jetzt nur für mich. Es war eine unfassbar geile Saison, egal wie das heute ausgegangen ist. Wir haben so viel mit euch erleben dürfen. Ich glaube, diese Chemie, die du angesprochen hast, die haben die Fans auch gespürt. Ich bin ja jetzt auch seit den Aufstiegen dabei. Ich habe die ganzen Teams, auch das Vizemeisterteam so nah erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Freude am Spiel, diese Nähe zu den Fans, die Bereitschaft auch wirklich auf dem Zahnfleisch dann noch alles zu geben, das habe ich so hier noch nicht erlebt. Dankeschön. War echt geil. Du hast was mitgebracht. Ja, ich habe noch ein paar Schuhe. Du willst aber jetzt nicht hier bei eBay gebrauchte Schuhe verkaufen, oder? Nein, ich hänge den Schuh auf den Nagel. Nein, Spaß. Ich habe noch ein paar Schuhe. Mach uns keine Angst. Ich habe noch Schuhe in meinem Locker gehabt, die ich jetzt erstmal nicht mehr brauche. Und habe jeden einzelnen Schuh signiert. Ich habe leider nicht für jeden von euch einen Schuh dabei. deswegen, ich weiß nicht, wie wir es machen wollen, ohne dass es... zur Brutalität ausahnt. Ja, weißt du, wie man das macht? So zum Beispiel. Okay, ja, dann mach du weiter. Dann bin ich nicht der Schuldige, wenn ich nicht den... Entschuldige mal, du hast heute zu denen gehört, die ja was getroffen haben. Jetzt machen wir. Ja, guck. Du darfst nicht zu lang gucken, einfach blind. Und? Okay. Nicht böse sein und vielleicht nicht dran riechen. Die brauche ich noch. Aber hast gesehen, du, da ist Schluss mit Gentleman. Ja, ja siehst du. Da, du wolltest den Mädel werfen und dann kommt der Typ da und reißt es ihr quasi aus der Hand. Ja, ja. Alles gegeben. Er hat sich entschuldigt. Ja. 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 Er hat sich entschuldigt, aber behalten. Ja. Das stimmt. Ja. Alles richtig gemacht. Ich meine, für dich war es ja eh... Du bist hierher gekommen, dann das erste Jahr so als Papa. Jetzt der erste Urlaub als Papa, oder?
Ist da schon ein bisschen was geplant? Ich meine, du hast natürlich geplant, ja erst in 2 Wochen zu fahren. Deswegen bist du ja nicht vorbereitet. Ja, ja klar. Ich meine, ich war absolut nicht vorbereitet, jetzt schon in Urlaub zu fahren. Aber wie du sagst, ich freue mich jetzt auf die Zeit mit meinem Sohnemann. Der macht mir so viel Freude. Ich war fast ein bisschen emotional gerade. Er wächst einfach schön voran, er erlebt einfach die Sachen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach auf einen schönen Sommer jetzt mit meiner Familie. Wir wünschen dir einen schönen Sommer. Lass es nicht zu lange nachhängen nochmal. Es war ein unfassbar geiles Jahr, das hoffentlich in deiner Erinnerung bleibt. Sowohl wegen deines Sohnes, wegen dem ersten Jahr, aber auch wegen dem Jahr, in dem aus dem Franke ein Ulmer geworden ist. Jawohl, dankeschön. Carsten, tada! Wir machen nicht allzu lange, aber ich würde sagen, wenn jemand noch Fragen hat, wir machen noch 3 Fragen. Und dann lassen wir Carsten in der Feierabend. Einmal hier, bitteschön. Ich würde gerne wissen, ob wir dich nächste Saison wiedersehen. Sehen wir dich nächste Saison? Wir sehen dich ganz bestimmt wieder. Die Frage habe ich schon erwartet. Ich kann da leider noch nichts zu sagen. Ich denke, es wird sich in den nächsten Wochen dann wird sich das entscheiden. Dann müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Ja. Wir hätten schon einen Kindergartenplatz, ich sag's nur. Ja, das glaube ich. Ja. Beste Betreuung? Carsten, also keine Frage, aber ich wollte einfach nochmal sagen, wenn man im Duden die Definition für Charakter und Einstellung nachschlagen will, dann liest man sicherlich Carsten Tada. Und ja, einfach Dankeschön. Hier noch eine Frage. Ist es, bitteschön. Carsten, wie siehst du die Situation ganz zum Schluss? Also ich fand jetzt irgendwie der Ellbogencheck gegen dich, sind wir beschissen worden oder war das ein Offensivfoul? Ah, ich weiß gerade nicht genau, welche Situation du meinst. Meinst du vom Quali, als er zum Korb rollt? Ich denke, es ist schwierig, da jetzt irgendwie über eine Situation zu reden, den Schiedsrichter irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich denke, sie haben allgemein heute anständig gepfiffen. Da war jetzt keiner dabei, den sie bevorzugt haben. Von daher schwer jetzt die Situation zu beurteilen. Man müsste sich es nochmal angucken, aber es ändert jetzt an der Situation, denke ich auch nicht. Und ich glaube, da kann man auch nochmal einen Headcoach zitieren, der einfach gesagt hat, es wäre auch respektlos gegenüber Oldenburg, die einfach auch eine starke Serie gespielt haben. Und ja, am Schluss absolut. Muss man einfach sagen, da war es nicht ein Pfiff oder nicht ein Foul, sondern am Ende, und das ist der Sport, damit müssen wir uns abfinden, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer und heute sind wir die Dummen gewesen. Genau, wie ich gesagt habe, Basketball ist ein Sport, da, wie wir es selber erlebt haben, hilft eine 27-Punkte-Führung nichts, das Spiel wird trotzdem noch gedreht und Oldenburg, wie du gesagt hast, einfach hat eine phänomenale Serie gespielt und ich wünsche den Jungs viel Glück fürs Finale. Vielleicht können sie die Bamberger ein bisschen ärgern und wir sehen einen neuen deutschen Meister. Carsten, wir hoffen, dass du in der kommenden Saison dein Schwäbisch noch weiter verbessern kannst. Klar, dass du jetzt nichts sagen kannst. Egal, wie es ausgeht. Es war ein geiles Jahr mit dir. Christian hat es genau richtig gesagt. Ein Vorbild an Einstellung, an Einsatz und als Sympathieträger. Carsten! 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 Dankeschön. Dankeschön. Ciao, das war der Möbelmaler Fan-Talk zum letzten Mal in der Saison. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis.